Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge auf der Hofberg. Mein E-Mail ist 22 zusammen mit dem Philipp. Ein wunderschön. Hallo. So, hier packen wir wieder einen Deckel wieder drauf. Denn für uns geht es ja jetzt ans Meister heute. Ich bin immer noch am Mähen und dann am Sportdienst gehen. Das ist gut. Nein. Dann Sportdienst. So, hoch damit. Dann begeben wir uns mal hinter. Mal aus, ist ja schon alles vorbereitet, damit wir das sagen können. Wenn ich mir wirklich mal aufgebe. Ah, schön. So, was das passt. Dann, ja, hat er normalerweise nicht, dann machen wir es auch mal an. Nee, wenn wir uns das nicht leisten konnten. Stimmt. Oder was? Oh, Dresche! Was ist Dresche? Lexion fährt durch. Achso. Bei mir. Achso. Wird wahrscheinlich bei dir auch vorbeikommen. Okay. Außer er biegt vorher ab. Ich glaub, dass er vorher abbiegt. Wenn man mit dem GT geht, mehr richtig gut. Glaube ich doch. Abgesehen davon, dass er hinten mal wegen der einen Seite zu leicht ist. Ich habe euch den Nova Fly oder wie die Teile heißen. Nova Fly? Ja, Schmetterling. Achso. Schmähweg. Oder ein Gegengewicht, so wie ich die. Nur bald hinab. Den meinst du? Thank you.
Hm? Mit was fahrst du? Mit Alpha. Und Zahn. Ah, okay, passt. Ich schnabuliere mit an deinen Farmer. Ich brauch den eigentlich für Saatgut. Ja, ich brauch den. Was brauchst du denn überhaupt? Zillow. Zillow? Misch oder was? Ja, Kyokofura mehr. Ach so. Hm? Brauchst du den jetzt gerade in Pharma? Ich hab nur 70% drin. Ich will ja genau wissen, was mit der Schaufel zu der Dichtigkeit drin ist. Ist die Schaufel überhaupt? Beim Haus von? Nee, die andere. Das ist der Hebtee. Hm? Der Farmer. Nur leicht. Du musst halt wissen, wie man mit dem Frontlader fährt. Oder muss ich da helfen? Ich hab's schon bekommen. Okay. Du wirst doch mal schon ja nochmal anders hinfahren. Irgendwie. Ich hab so eine Flugzeug. Der steht da wegen Scheiße da. Boah, das ist... Kann ich von hier aus nicht beurteilen, ich sehe es nicht. Aber ich stimme dir mal zu. Hey! Was ist das helfen? Das nehme ich mit zu Herzen. Ich habe dem zugestimmt. Das nehme ich mit zu Herzen. Wo? Oh. Hm? Das nehme ich mir zu Herzen. Das ist doch schön. Ja gar nichts mit Frontladung beim Fett. Was für ein Front? Wenn er ganz oben ist? Ne, ganz unten. Ja, oder ganz oben auch. Ja, weil du da vom LS-Sicht nicht hinschauen kannst. Ganz unten ist trotzdem kacke. Soll ich mir sagen, was du willst, aber für die ganze Schaufelspindel ist der wenig leicht. Ja, ich hatte mit dem kein Problem im Zylinder. Ich bin nicht in der Luft. Man muss halt wissen, wie man richtig fährt, ne? Ich hab Schafe ziemlich unten. Wenn du jetzt vorbeifährst, schlagst du.
Die Frage ist nicht vorbei, ich habe nur 42% drin. Ich sehe schon, der hat dann auch wieder einen Totalschaden. Nein. Ich war langsam. Okay. Sechster Gang, Anschlag, Kupplung schleifen lassen, Abfahrt. Ja. Das ist schön. Uiuiuiuiui. Jetzt reicht Kupplung, oh, ist sie. Der ist hinten nicht umgeschlagen. Wie viel schaffen Zillo auf der Nähkaut? Oh. Da hast du Nähgeschreibung und gesagt, wie viel Näh haben sie. Achso, stimmt, warte, das weiß ich. Wie viele Liter Hai hast du Näh? Ich glaube, ein oder zwei Ballen. Ohne halb, glaube ich, oder so. Da haben wir dann bloß noch aufgefüllt. Ballen? Hoi! Achso, Hai! Was für Stroh? Hai! Da bist dann du drunter gefahren, doch. Nö. Nein. Okay. Nehmen wir das mal so hin. Irgendwie, glaube ich, habe ich das Gefühl, dass langsam das Wasser hier ausgeht. Das ist möglich. Du hast Ich jetzt dann fahren wir wieder, ich habe jetzt nur 1% drin. 2 Liter. Ich hau eben bloß noch eine Chance. 1 Liter. Gone. Alter. Du. Die stellen dir hin. Mir ist es passt.
der Zillo kann vielleicht gerade schlecht durchfahren. Das geht alles, man muss es nur wollen. Ran irgendwie wieder. Da, ja, ich bin da zurück. Ja, stopp, passt. Ah, okay, gut. Tipptopp. Bin wieder drauf. Jetzt wurde ich weiter. Das ist gut. Ja, das sind so unsere arme Kieferricker. Mhm. Muss ich die ausschieben? Ne, ich muss nur schauen, dass ich nicht am Führerschwung hängen bleib. Aber das ist der Eier, der ist gefuckt. Der ist fit oder dahinter. Oder weil immer der Mann schwächst im Gewicht. Wie viel? Das sind 240 Liter hinter, das wird jetzt kaum was. Ja, das ist aber doch was sechsreihiges, oder? Jo. Ja, deswegen. No problemo. Oh, war hier da, war die Bahn. Nein! Nein, hört sich nie gut an. Uiu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 i
Anbauversatz. Der sind hier in der Mitte anbaut. Lädst du mit GPS? Ja. Aber ja, auch so. Wenn du hier schaust, drückst du es. Mhm. Der oder hat die 7 rein. Jetzt nichts. Jetzt was hat. Ist das so mechanische? Ja. Das wird dir kurz abbrechen. Kann sie zwar trotzdem, muss sie zwar trotzdem anschalten, aber. Ich glaube entweder russische oder polische. Sei mal schief. Ich hätte den Sound schon nicht befüttert. Oh, das ist ein fucking Sechszylinder, Alter. Ja klar, deswegen ja. Ja, klar. Wäre schlecht, wenn es nicht so wäre. Ein Einzylinder Abfahrt. Ja, das ist die doppelte Anzahl an Schützen, was du gerade fährst. Ja. Oder? Ja, ja dann. Ja, ich hab 3. Dann sind wir noch bei der Weide und überhalten uns über 3 und 6 Zylinder, aber wir sind stattdessen, haben diese Folge fertig. Und natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, komm schau, auf keinen Cent nutzen den roten Knopf auf, erfassen die Zahn. Glocke aktivieren, bitte nichts mehr verpassen, und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auch da. Und vielleicht mal nimmt alles 22 am Ausseiten und Futtermische machen. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao ciao.